Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Mein Name ist Urs Seehoff, ich bin der Medi-Urs. Ich bin öfter mal gefragt worden, ob ich ein Sprüchlein zur Ausrüstung von Autos im Winter lassen kann. Ich habe das schon mal gemacht, das ist schon eine ganze Weile her und vielleicht heute noch mal ein kleines bisschen Update, und zwar aus gegebenem Anlass. Denn, bei uns sieht das im Moment ungefähr so aus. Das ist vor 2 Tagen gewesen, als es hier anfing, wirklich Kuhscheiße zu schneien. Nein, das ist nicht plötzlich und unerwartet. Dieses Phänomen nennt sich Winter. Also so für meinen Geschmack. Und das ist das, womit ich groß geworden bin. Und ja, es gab dann auch mal Schnee. Und es gab dann auch mal viel Schnee. Deswegen muss man nicht in Panik verfallen. Deswegen muss man nicht gleichmäßig im Kreis rennen. Und deswegen werden wir noch lange nicht alle sterben. Und schon gar nicht jetzt. Eigentlich. Ich meine, Leben kommt von uns eh keiner aus der Nummer raus, aber nicht jetzt. Locker bleiben. Showtime, folks. Also, was war passiert? Bis mittags war noch alles schick, alles schön. Ich war in Hamburg, in einer großen, bösen Stadt und war bei meinem Hauptarbeitgeber zum, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Anschaffen, aber das wäre unsachlich. Auf jeden Fall war ich in einer großen, bösen Stadt, bin irgendwann mittags Richtung Heimathafen gefahren, fahre die A23 lang Richtung Nordwest, Richtung Nordsee. Und ab Elmshorn ist Chaos in Tüten. Schneeflocken, ich hätte jetzt beinahe gesagt, groß wie VW-Busse, aber letzten Endes waren da Flocken dabei, die haben so einen Durchmesser gehabt. Das war unglaublich. Also du hörst richtig diesen Impact auf der Schall, so Klatsch. Das war schon fies. Und davon gab es gleich ein paar mehr davon. Wir haben hier also insgesamt im Moment bummelig 20, 25 Zentimeter Schnee. Und ja, die Kinder finden es cool. Das sehen wir dann ungefähr hier. Man kann hier auch eine ganze Menge Blödsinn damit machen. Nevertheless, möchte ich euch so ein paar Sachen mit auf den Weg geben, weil nächstes Wochenende, nächsten Samstag ist Weihnachten. Und unmittelbar davor geht die Völkerwanderung wegen den Winterferien wieder los. Und damit im Bezug oder im direkten Zusammenhang damit werden auch wieder Staus losgehen. Und ich möchte, dass ihr da einigermaßen unbeschadet durchkommt und ich möchte, dass ihr euch nicht irgendwie dabei einen Schnupfen holt oder irgendwas in der Art. Deswegen heute so ein paar pädagogisch wertvoll gewählte Worte. Also, was ich zum Beispiel mit meinem Auto habe, gerade wenn ich es draußen stehen habe, das kommt zwar selten vor, aber von Zeit zu Zeit tue ich so, dass ich morgens beigehe, dass ich mir diese Nalgene-Flasche schnapp und dass ich da heißes Wasser reinmache. Eine halbe Stunde bevor ich losfahre, packe ich das Ding vorne an die Windschutzscheibe und habe dann, wenn ich denn losfahren will, ein erheblich leichteres Spiel mit einer freien Scheibe und mit Eiskratzen und sowas alles. Wenn ich das Ganze jetzt nicht irgendwie an dieser Windschutzscheibe liegen habe, im weiteren Verlauf, in einer weiteren Fahrt, habe ich wenigstens was Vernünftiges zu trinken. Denn auch das ist gerade im Moment nicht ganz unwichtig. Und gerade im Winter neigen wir Homo sapiens dazu, viel zu wenig zu trinken. Nein, ich meine nicht Glühwein, ich meine Wasser. Also quasi Aquarium Mineralium. Nein, auch das war unsachlich. Aber das kann ich fließen, das wisst ihr. Also, was zu trinken im Auto. Logischerweise wäre witzig. Was ich ebenfalls im Auto habe, sind Wechselklamotten. Und ich meine nicht einfach irgendwie einen Schlüpfer oder ein T-Shirt, ein weiteres oder eine Beischlafutensilien-Rückentüte oder irgendwas in der Art, sondern ich meine Klamotten, die ich über meine Klamotten drüber ziehen kann, als eine weitere Schicht. Was ich da sehr, sehr lange habe und was sich sehr, sehr gut bewährt hat, das ist das Extreme Cold Weather Condition Paket, also diese Kombo aus Jacke und Überhose von Helicontex. Da habe ich inzwischen, glaube ich, seit
4 oder 5 Jahren, wird über die normalen Klamotten drüber geplündert und hat den ganz großen Vorteil, dass es im Grunde wie eine Art Rettungsdecke wirkt. Dadurch, dass der Kram relativ weit geschnitten ist, hast du eine weitere Schicht drunter, du hast eine Luftschicht, eine Luftisolierschicht und dadurch wird es einigermaßen warm in den Klamotten. Gerade wenn du längere Zeit im Stau stehst, vielleicht die Heizung nicht dauerhaft und mit aller Kraft voraus laufen lassen willst oder however, dann macht das durchaus Sinn. Was ebenfalls durchaus Sinn macht, ist eine Wolldecke. Die tut nicht weh, die ist nicht schlimm. Gerade wenn ihr Kinder habt, gerade bei längeren Touren, na, Wolldecke nach hinten, die Kinder kuscheln sich da rein, daran, darum oder wie war die Frage? Und dann kann es auch passieren, dass es hinten dann gleichmäßig ruhig wird und die Zwerge auch mal zwischendurch die Augen zumachen. So, wir haben gesagt, was zu trinken und nach Möglichkeit, wenn ihr dann mit mehreren Leuten unterwegs seid, nicht nur für euch, sondern auch für eure Damen und Herren mitmacht. Wir haben gesagt, Wechselklamotten, irgendwas an Überklamotten, auch zum Beispiel ein dicker Parka oder irgendwas in der Art schadet ja nicht. Wenn ihr euch den nicht unbedingt anziehen wollt, könnt ihr den euch über die Knie packen, über die Beine packen. Ruhe, Feierabend, Frieden auf Erden. So, was haben wir gesagt? Wir haben Wolldecke gesagt, das finde ich auch ganz gut. Was auch nicht ganz unwichtig ist, ist, dass ihr was zu essen mit habt. Altes indianisches Sprichwort sagt, kaum beruhigt die Nerven und bewahrt vor Straftaten. Ihr müsst für euch rausfinden, was für euch am besten passt. Das kann sein was Süßes, das können sein Gummibärchen, das können sein aber auch salzig, irgendwie Erdnüsse oder irgendwas in der Art. Gerade für diejenigen, die jetzt keine Nussallergie haben. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ihr seid schon groß, ihr werdet auch schon was finden, was so einigermaßen über euren Knorpel passt und eure Seele und die Laune irgendwo zusammenhält. Wie gesagt, kaum beruhigt die Nerven und bewahrt vor Straftaten. Think about it. Was zu essen wäre also fluffig? Muss das irgendwie was sein, was man thermisch aufbereiten kann? Die Idee ist gut, muss gar nichts. Wie gesagt, ihr müsst damit klarkommen. Was ich nachlassen würde, so gerade im Erstangriff, ist, dass ich im Auto anfange, irgendwie einen Kocher auszupacken und da irgendwie den großen Paul Bocuse irgendwie vom Zaun breche. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn der umkippt, doof, maximal blöd. Na, und jetzt draußen irgendwie mal ein Iglo ums Auto rumbauen, damit ich kochen kann. Aber ihr seid sonst auch nicht so. Lasst euch was einfallen. Werdet ein klein wenig kreativ. Es gibt Persönlichkeiten, die beigehen und Essenssoßen vorne irgendwo am Krümmer vom Auto irgendwie positionieren und damit irgendwelches Dosenfutter warm machen. Mein Gott, warum nicht? Doof ist, wenn ihr weiterfahren müsst und da irgendwie das Essen noch unter der Haube weiter fleißig vor sich hinsprudelt. Elektroauto in dem Fall ist auch Teilzeit optimal, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, was zu essen? Warnwesten. Gerade bei dem Wetter, gerade bei Dunkelheit, Warnwesten. Ja, sehen vielleicht scheiße aus, aber ich alles, bin da eher Pragmatiker, lieber einen Moment scheiße aussehen als ein Leben lang tot. Ist so. Norddeutsches Fürwort mit vier Buchstaben ist so. Also, Warnwesten und die auch wirklich griffbereit. Für den Fall, dass ihr irgendwie rechts ran müsst, für den Fall, dass ihr eine Panne habt, was auch immer. Was ich zum Beispiel im Auto noch habe, aber das ist so mein ganz eigener Spiel, ist ein bestimmtes Maß an Werkzeug, da ich technisch auch nicht ganz minder bemittelt bin. Was ich zum Beispiel auch im Auto habe, ist ein Reifenflickzeug. Ein Reifenflickzeug, das sind so Kautschukstreifen, wenn du jetzt irgendwie einen Nagel oder irgendwie eine Schraube oder so im Auto hast. Also nicht nur im Auto, sondern im Reifen, da wo er nicht hingehört, wo entsprechendes Mittelchen nicht hingehört. Beim T5 Multivan ist das Reifenreparaturkit, das ist so eine Emulsion, die du in den Reifen kippen sollst. Und das ist ein Kompressor.
Und ich hatte das Exempel der dritten Art oder das Erlebnis der dritten Art, dass als wir hier die Ranch übernommen haben, haben wir uns hier so eine Schraube in Reifen gefahren. Die Schraube hat irgendwann den Weg nach draußen gefunden, hat sich winkend verabschiedet und wir sind dann so gefahren. Ist irgendwie auch doof. So, und das ist nicht Fisch und nicht Fahrrad. Wirklich nicht. Und das mit diesem Kautschukstreifen, das ist eine super geile Sache. Gekommen bin ich darauf eigentlich zum einen durch den ADAC, der mir den Reifen dann geflickt hat, weil der T5 Multivan hat kein richtiges Reserverad. Ich bin nämlich erstmal wie so ein angepicktes Kaninchen um dieses Auto rum und hab diesen Reservereifen oder Notrad gesucht. Nope. Aber so eine komische Emulsion, die keiner braucht und die, wo sich die festen und die flüssigen Bestandteile lange schon voneinander getrennt hatten und auch Frost abgekriegt haben. Und auch das war sicherlich nur bedingt gut. Und ein Kompressor. Der Kompressor tut. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Wettkampfkompressor oder so. Laut kann er vor allem, aber er kann halt auch Luft und er kann Reifen aufpusten. Läuft mit 12 Volt Kabel, ne? 12 Volt Steckdosen hat der Bulli in dem Fall mehr als genug. Also das passt, das ist okay. Das, ne? Dann gewinnst du jetzt keinen Bundesbutterverdienstkeks am vergoldeten Gummiband mit, aber mein Gott, ja, muss ja auch nicht. Und ein weiterer Punkt, wo ich dieses Set gesehen habe, war das Buch von Michael Scheler. Und zwar schreibt er Bücher über Reisen mit, sagen wir mal, Wohnmobilen, Expeditionsmobilen, in Allrad, mit alles mit scharfer Soße und Zwiebeln. Super geile Bücher, es gibt da Kochbücher, es gibt da aber auch Bücher über Ausrüstung, was du mithaben solltest. Und da ist es unter anderem halt drin. An dieser Stelle schöne Grüße. Der Tipp mit dem Reifenreparaturset war wirklich geil. So, Reifenreparaturset haben wir gesagt. Ein bisschen Werkzeug haben wir gesagt. Nichts Spezielles. Brecht euch da nicht den Zacken aus der Krone. Na? Das muss gar kein Riesenaufriss sein. Gerade wenn ihr technisch jetzt nicht wirklich so tief in der Materie steckt, muss nicht. Kann, muss nicht. So, was wäre noch ganz witzig für Smartphone, eine Powerbank bedingt. Was aber zum Beispiel ganz witzig wäre, wäre, dass in dem Moment, wo euer Kraftstofftank euch signalisiert, dass er halb voll ist, dass ihr einigermaßen zeitnah nachkippt. Ihr wisst nie, wann ihr im nächsten Stau steht. Es waren auch jetzt gerade irgendwie wieder, ich glaube hier auf der A23 vorgestern. Da war über Stunden großer Parkplatz, weil sich mehrere Autos gedreht haben. Gestern war es die A7 irgendwo bei Neumünster, wo die LKWs Kraft ihrer Slicks irgendwie den Berg nicht mehr hochgekommen sind. Ja, wir haben ja auch Berge, dezente Berge, aber überlegt mal, was passiert wäre, wenn genau diese LKWs die Kasseler Berge rauf und runter gefahren wären. Nope, kein Stück. Und von daher. Macht schon Sinn. Was ebenfalls Sinn macht, und zwar in greifbarer Nähe, ist ein vernünftiges Erste-Hilfe-Kit. Kennt ihr, wisst ihr, diejenigen, die meinen Kanal schon länger kennen und verfolgen, na, den PKW-Verbandkasten, könnt ihr die Rettungsdecke draus nutzen oder wenn sowas in der Art da drin ist, die Schere. Aber alles andere könnt ihr im Grunde kleinschneiden, trocknen und rauchen. Also ein vernünftiges Erste-Hilfe-Kit. Und dann klappt es auch mit der Erstversorgung entweder von euch selbst oder eurer Nächsten. Denn in über 80% der Fälle, wo jemand Erste-Hilfe braucht, ist es halt nicht der große böse Unbekannte, sondern jemand aus eurem allernächsten Beritt. Nur so unter uns Pastorentöchtern. Gut. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Rettungsdecken kann man generell auch ein oder zwei mehr pro Fahrzeuginsasse dabei haben. Dass gerade wenn ihr steht und gerade wenn die Heizung jetzt nicht mehr so irgendwie alle Kraft vorausgibt, dass ihr euch trotzdem einigermaßen warm eindrehen könnt. Euch und eure Nächsten.
oder Notfall-Biwaksack. Bin ich zum Beispiel auch ein absoluter Fan von. Wenn ich irgendwas Schlüssiges dazu irgendwo auf diesem unserem Planeten irgendwo im Internet finde, packe ich es unten in die Videobeschreibung. Einigen wir uns darauf? Wundervoll. So, Kenners, dann macht keinen Blödsinn. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Seid vorsichtig da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.